Hallo ihr Lieben, hier ist mal wieder euer Enduro René mit dem großen Fressbeutel. Denn es geht auf Tour. Und guckt mal, wo ihr drinnen steht, im blauen Wohnwagen. Ja, was ist denn da los? Ich wollte doch mit dem Dicken los, der steht da. Richtig. Kleine Planänderung. Es geht nämlich jetzt zum Treffen am Elbkilometer 527. Und ich wollte eigentlich von dort aus nach Altrip fahren. Das wird aber leider nichts. Was wird nichts, muss nochmal nach Hause. Deswegen nehme ich jetzt den blauen her, der ist ein bisschen leichter, habe nämlich auch nicht so viel Zeit, muss ein bisschen Gas geben. Jo, und packe gerade alles hier, Fressbeutel, kommt mal hinten mit rein. Und dann habe ich hier noch den Akku für meinen Blinker, zack, der kommt dahin. Dann habe ich auch den Benzingenerator bei, habe den noch mal ein bisschen anders befestigt, ein bisschen gerader, der ist ja mal ausgegangen bei der Fahrt. Den will ich noch mal ein bisschen weiter testen und vor allem nicht an die Ladesäule rein, ranfahren, ich habe ja nicht so viel Zeit. Und dann mal gucken, wie es klappt auf dem Hinweg. Heute haben wir Mittwoch. Heute Abend will ich losdüsen. Und ja, noch ein paar Meter machen. Morgen den Gros runterreißen und Freitag will ich dann da ankommen. Auf geht's, Leute! Das erste Hindernis haben wir schon geschafft hier. Noch in Olpen steht und irgendwas knackt hier an der Deichsel. Ich hoffe, das sind die Niete von meiner Querstrebe, die ich noch zusätzlich reingemacht habe. Ja, hier sind wir gleich beim Krankenhaus Olpenstedt und da biegen wir dann ab nach links, mal eben Dorf. Es ist übrigens 6:30. Ich bin ein bisschen später losgefahren, damit kein Berufsverkehr mehr ist. Man will ja auf keinen Fall Leute behindern. Tiefe Gully ist hier. Man hat schon ganz schön gekracht hier am Bodenbahn. Wie jetzt in Altolfenstedt hier. Guck mal, hier sind doch noch ein paar ältere Häuser. Fahren wir gleich aus Magdeburg raus. So hat es gut geklappt, aber immer diese scheiß Gullis. Sind zu tief. Ja, gut. Wir wären die Arzte. Ja, und übrigens, heute ist eine Bärenhitze. Ich habe gute Nachrichten. Morgen wird es noch wirklich hitziger. Eben Dorf bei Pizzeria Zeugmar. So sieht es hier aus. Das ist ein kleines Dorf hier, ein kleines Bürdedorf. Ich fahre hier mal ein kurzes Stück Bundesstraße hinter Eben Dorf, geht da vom Verkehr her. Ist auch schon kurz vor 7 hier die andere Seite. Ja, die Sonne steht auch schon tief. Ich muss selber auch filmen hier. Bin in Meizendorf, so sieht es hier aus. Oh, grüßt euch. Kennen mich vielleicht, ja. Und was ich sagen muss, ey, mir kommt es vor, als hätte ich hier gar nicht hinten dran. Also der blaue ist echt der leichte Wohnwagen mittlerweile. Also meine Waldhütte ist nämlich doch ganz schön schwer geworden. Also Wahnsinn. Ja, naja, alleine die Fatbike-Räder, die eben gerade schon 7 Kilo mit Motor, ist schon Wahnsinn. Also der ist deutlich leichter, weltenleichter. Allerdings diese Hohlkammerplatten ist auch bloß etwas besserer Zählstoff. Da muss 4 mm da aus ratzfatz durch, das ist der neue natürlich schon besser. Wir haben allerdings auch ein bisschen Rückenwind heute, in die Richtung fahre ich gleich. Jetzt geht es kurz hier nach Jasleben und dann wieder Oberrichtung nach so. Die weite Bürdelandschaft hier auch mal wieder. Oder ist das keine Bürde mehr hier Richtung Samswegen? Da hinten kommt der Jasleber See, alles schon mal ganz schön trocken hier, der Acker, Wahnsinn. Hier ging es jetzt zum Kanal hoch und da merkt man dann doch, dass man eine Last dran hat. Ja, hier ist dann der Mittellandkanal. Da hinten sieht man sogar den Kalimandscharo. Das sieht ja mal richtig cool aus, der Kalimandscharo in der untergehenden Sonne. So, hier biegen wir ab nach Samswegen. Zack. Dann hier höre ich den Blinkerpieper auch wirklich lauter. Ja, das ist halt nicht so schallgedämmt auch. Hier geht es jetzt rüber nach Samswegen und ja, hier bauen sie die A14 lang. Geht denn hier lang? Ja, glaube ich jedenfalls. Schon 17 Kilometer runter, Akku hat immer noch 56 Volt und das ist richtig so. Wir fahren nämlich genau der Sonne entgegen und ich bin in Samswegen. Ja, dadurch kommt noch gut was über Solar rein. Cool. Oh, der Konsument war offen. Nicht schlecht. Genau, einfach nicht, dass ich wusste. Ja, wir haben es jetzt 7:30 und das Fahren macht echt Spaß. Richtig cool, kaum Verkehr. Von der Temperatur her geht es und ich glaube, ich fahre noch weiter. Ich wollte eigentlich bis Neuenhofer fahren, aber ich mache noch hinter Einsleben lang hin.
Ja, ich kann euch auch noch mal die Karte einblenden, wo ich jetzt lang fahre oder lang gefahren bin. Ich bin ja in Magdeburg gestartet. Es soll gehen nach Dömitz, Richtung Dömitz. Dahinter ist das Treffen. Bin Richtung Meizendorf gefahren, Samswegen. Jetzt geht es rüber nach Halsleben. Mal gucken, wie weit wir da noch machen. Und ich möchte diesmal über Klötze fahren, genau. Und dann schauen wir mal, wo es dann angeht. Oh, guck mal, hier kommt ein Radwanderer. Grüß dich. Naja, ist das ja voll durchgefallen, der Bengel. Ich habe jetzt einfach Bock zu fahren. Fahldorf. Gab es früher Käse. Fahldorfer Käse. Ja, und hier geht es jetzt rüber nach Hillersleben. Hillersleben. Ja, da stand immer ein Schild. Keine Ahnung, was drauf stand. Ja, hier ist der südlichste Teil vom Truppenübungsplatz. Der ist hinter den Bäumen hier. Die Richtung. Und das ist mein altes Buschkraftrevier gewesen. Ich fahre jetzt ungefähr auf die Sonne zu. Ja, sagt mal, wer hat denn von euch in Physik und Astronomie und Mathe aufgepasst? Wie schnell müsste ich eigentlich fahren, damit die Sonne immer so auf dem Stand so bleibt, dass ich immer so den gleichen Sonnenstand habe? Da müsste ich ziemlich schnell sein, wa? Bestimmt so 300-400 Sachen, schätze ich mal. Die erste kleinere Steigung hier zum nächsten Ort, wie es jetzt gar nicht hier heißt, Vorheilsleben. Neuenhofe, LPG. Und hier kommt gleich das Ortseingangsschild. Ja, es geht leicht berghoch. Und dann merkt man dann doch, dass man hinten was dran hat. Ja, hier ist es. Landkreis Börde, Gemeinde Westheide. Aha, Westheide. Hier, Leute, vorbildlich. 25-24. Ja, und hier hinter dem Ort seht ihr mein zweites Buschkraftrevier. Die Richtung, auch richtig schön. Da waren wir auch schon mit dem Wohnwagen. Und schaut mal, wie langsam ich bin. Die Sonne geht immer weiter unter. Ich hole sie nicht ein. Ja, und dann müsste ich auch ziemlich schnell sein, weil die Erde dreht sich ja weg. Also wir drehen uns ja und bin einfach zu langsam. Da muss ich gleich mal gucken, wie schnell ich sein müsste. Das ist ja die Erddrehung denn irgendwie. Wie gesagt, wenn sich wer auskennt, ab in den Kommentaren damit. Bin mal auch zu blöde. Krieg echt, bin dumm. Wir überqueren jetzt hier die Bundesstraße, die geht nach Gardelegen hoch. Ja, die Sonne geht immer weiter unter. Und die Seite ist Haldensleben. Da seht ihr das ein bisschen. Da guckt irgendwie ein Kirchturm raus oder was das ist. Oder irgendwas anderes auch hier. Grüß euch. So, wir sind in Haldensleben. Und der hat eben in einer Kurve überholt. Da, gewaltig gefährlich. Ah ja, gut. Die müssen wir jetzt rechts abbiegen Richtung Gülstring. Kuckuck. Wo ist das durchgefallen? Da hinten sehen wir jetzt noch die letzten Sonnenstrahlen. Sieht richtig, richtig gut aus. Ja, und wir werden uns jetzt langsam hier irgendwo eine Stelle suchen. Hier kommt auch irgendein Schloss, Schloss Dezel. Das nächste Ort Satuelle. Bei einer Dunkelheit fahren wir jetzt nämlich auch keine Lust, also hauen wir uns irgendwo hin hier. Hier noch die riesen LPG vor Satuelle, so eine riesen Biogasanlage. Ja, und hier hätte ich mich auch schon hinstellen können, hier oben im Wald. Auch richtig schön hier. Aber ich bin weitergefahren. Na gut, wir fahren hinter Satuelle, stellen uns da den Marker ein. Also können wir nämlich morgen schön nachladen. Das hier ist Satuelle, ja, ein kleiner Ort hier. Seht ihr, machen sie gerade Neues, Kai zu Janne. Was macht eigentlich Kai Lu? Von denen sieht und hört man ja nicht mehr. Bauern sind hier gerade fleißig bei der Ernte. Seht ihr das? Maisernte, wie das aussieht. Ja, cool. Ich habe ein Lost Place entdeckt hier. Könnte ich ja fast einziehen. Ist aber genau in der Hauptstraße. Ja, wir fahren jetzt hier auf dem Acker und dann stelle ich mich irgendwo da hinten hin. So, hier bleiben wir. Hier sieht das mal halbwegs gut aus. Steht zwar am Wegesrand hier, aber eine bessere Stelle habe ich jetzt erstmal nicht gefunden. So, abkuppeln die Hütte. Ja, die Bauern sind noch ganz schön zugange hier. Ich hoffe, dass die nicht hierher kommen. Hier ist ja auch alles voll Maisfelder und nicht, dass die hier mitten in der Nacht ernten. Das wäre nicht gut. Muss man hier mitten in der Nacht abbauen, dann kannst du ja nicht pennen. So, zack, so die hintere Stütze noch runter. Dann haben wir schon fast. Gibt es erstmal ein Käppchen. Nee, hier sind sie. Ich wundere mich, was eben so summt. Bus für Mücken. Naja, da hinten ist die Sonne jedenfalls weg. Sieht noch schön aus. Ja, bauen wir mal auf hier. Richten wir uns mal eine gute Stube hier. So, erstmal Badelatschen raus. Ja, und dieses Mückenteil hier habe ich gleich wieder angeschmissen hier. Wahnsinn, was hier. Das sieht jetzt ja auch nicht in der Ecke. Naja. Gut. Matte noch raus.
Und ja, dann machen wir uns erstmal schön gemütlich hier. 8:45 ist es, 25 Grad noch und hier gibt es jetzt erstmal Armbrot, Käsebämme und Käffchen. Nee Leute, Käffchen gibt es nicht. Vielleicht mache ich mir nachher noch einen, als mir jetzt noch zu warm. Ich esse bloß einen Käseschnitte und trinke Wasser dazu. Ja, ich sage erstmal einen guten. Das ist schon ein Erlebnis, du bist auch gerade gefilmt. Ich gucke mir noch ein bisschen Tiny Camper Weltreise an. Könnt ihr mal reinschauen in seinen Kanal. Und hier gibt es noch was Süßes. Und da hinten kommt irgendwo eine Simi an, höre ich noch im Hintergrund. Ja, ein bisschen was Süßes brauche ich jetzt. Waren doch ein paar Kilometer. Gucken gleich nochmal die Daten nach. Ja, und genieße noch ein bisschen die Natur. Man sieht nicht viel draußen. Ja, nochmal guten. Schmeiße erstmal mein geiles Starlink-System an. So, zack, hier ist der Wandler. Müsste 20 Volt machen. Ja, geht doch gleich an hier, das Teil. Einfach am Akku angeschlossen. Denn mein Datenvolumen vom normalen Handy ist nämlich alle. So, nach ein paar Minuten sind wir wieder online. Einwandfrei. Tippitoppi. Mittlerweile ist es kurz vor 10. Ja, das waren heute Fahrtstrecken 39,8 Kilometer, also fast 40 Kilometer. Und Durchschnittsgeschwindigkeit 19,36. Ja, das soll es denn für heute erstmal gewesen sein. Ich lege mich jetzt hin, bin irgendwie K.O. Ja, ich würde sagen, ein gutes Nächtle bis morgen früh. Schlaft schön. Guten Morgen. Erste Pipi-Pause. Ja, da hinten kommt die Sonne hoch. Es ist kurz vor 7. Sieht herrlich aus. Ja, ein herrlicher Morgen. Traumhaft. Ja, ich habe gerade Solar umgestöpselt. Das Solar vom Wohnwagen jetzt hier an die Fahrradakkus rangemacht. Da liegt ein Kabel hier. Das geht da ran an so einen Verteiler. Ja, dann kann das schön laden. Genau, wir machen erstmal langsam ein Frühstückchen. Oder lege ich mich noch mal eine Runde schnubbeln. Hat richtig schön abgekühlt die Nacht. Sind bloß 13, 3 Grad draußen. Herrlich. So Leute, Käffchen ist fertig. Zack. Ein wunderschöner Morgen. Dann die Akkus laden jetzt schön nach über Solar. Kommt aber nicht allzu viel rein. Ja, es ist schon Ende August und die Sonne. Das merkt man schon, die steht schon flacher, beziehungsweise geht sie gerade erst hoch. Ja, es ist ein fantastischer Morgen, herrlich. Guckt euch das an, so sieht es jetzt aus, ja. Ja, die Bauern sind ganz schön zugegen schon, die sind immer noch in Jange, die ernten hier. Ja, wir fahren in die Richtung, Richtung Klötze nachher. Hier gibt es jetzt erstmal noch einen schönen Joghurt mit Haferflocken. Da haben wir nämlich schön Dampf und dann kannst du richtig losgehen. Haben wir 80, 90 Kilometer, also einen guten. Schmecken gut. Boah, erstmal schön frisch machen. Zähnchen putzen. Ich packe schon mal ein bisschen zusammen hier meinen Kaffeepott. Und ja, dann setze ich mich draußen noch ein bisschen hin hier. Hier drinnen ist nämlich zu warm. Da sind schon 30 Grad drinnen, trotz Lüfter an. Habe hier den Helinox-Stuhl aufgebaut. Hier trinke ich jetzt noch nüssig meinen zweiten Käffchen und diesmal los. Prost euch hin. Die Starlink-Antenne liegt übrigens da, funktioniert gut. Und ich habe hier einen Empfang von 80 Megabit die Sekunde. Solartechnisch kommt gut was rein, 3 Ampere hier, also fast 200 Watt. Ankoppeln noch den Hobel. Und dann erstmal lösen. Ja, dann geht's los. Mal gucken, wie alles klappt. Und ich schwitze jetzt schon, auf geht's. Ja, da kommt der Bauer. Und wir haben die ersten 5 Kilometer runter. Akku ist bei 55,5 Volt. Ja, und was für ein Zufall. Hier müssen wir rechts rum Richtung Zobenitz. 1 Kilometer, genau. Zack. Wir sind in Zobenitz. Holperstein, Storchennest. Und richtig coole Fachwerkhäuser hier. Und noch eine Fachwerkkirche hier. Sieht auch gut aus. Toll. Und ich bin heute ein bisschen langsamer unterwegs, habe hier Seitenwind, seitlichen Wind. In Lösewitz und überlege gerade, wo ich lang muss. Dachte schon da, aber nee, wir müssen hier lang. Die Straße geht's lang. Elsebeck, Gemeinde Karl Förde, Landkreis Bürde.
Und hier die LPG. Ah, und hier noch ein paar Häuschen. Gar nichts. Beide machen. Muss die LKW so eben machen. Ich vermute mal, dass irgendwo was passiert. Ja, bin jetzt auf Nebenwegen Richtung Plätze. Bin mal gerade durch ein kleines Waldgebiet gefahren. Richtig schön hier. Ja, mal geradeaus. Bin in Sachau, Kirche. Geht's jetzt weiter nach Mieste. Da ist dann auch ein kleiner See. Könnte man baden. Echt Wahnsinn, was hier heute los ist. Da kommt schon ein bisschen LKW. Unglaublich. Nein, da vorne ist die Bundesstraße. Ich vermute mal, dass da irgendwie Unfall ist oder Baustelle. Normalerweise ist hier total leer, verkehrstechnisch. Ja, tatsächlich, hier steht auch irgendein Umleitungsschild. Und als nächster Ort kam übrigens Wernitz. Da geht's nach hier. CE-Trasse. Und da hinten ist die Bundesstraße. Da ist er. Ja, sieht doch irgendwie leer aus. Hinter mir nächste LKW. Mal frei. Und hier ist dieser See, richtig schön da, habe ich auch schon übernachtet. Ja, wir fahren jetzt hier einen Schleichweg vom Schleichweg, wir fahren jetzt nämlich hier rechts um den See rum, da seht ihr die Karte. Und da ist er dahinter. Ich bin in Sichau-Holperstein und jetzt geht rüber nach Jägau, Zarnelitz. Hier müssen wir abbiegen, zack. Das ist ein bisschen ruhiger geworden, verkehrstechnisch. Ist auch die Nebenstraße von der Nebenstraße hier. Eine richtig schöne Allee jetzt Richtung Jägau. Allerdings solartechnisch kommt nicht viel drin. Alles Schatten. Jägau sieht auch richtig gut aus hier. Ja, hier vorne kommen wir jetzt wieder auf die Hauptstraße. Oder wir können Schleichweg geradeaus nehmen. Die Frage ist nur, ob das ein Ackerweg ist. Das weiß ich jetzt nicht. Ich versuche mal mein Glück hier den Weg. Geht übrigens nach Quarnebeck hier. Mal schauen, wie weit wir kommen. Ja, sieht erstmal gut aus, die Straße hier. Wird schon etwas beschissener, wird so ein DDR-Plattenweg. Ah ne, das ist schon ein neuerer Plattenweg. Ja, ja, die haben sie neue, relativ neu gemacht. Ja. Schau ich das an. Und da vorne kommt auch schon ein Auto. Aber eine traumhafte Natur natürlich hier, ja. Wunderschön. Könnte man gleich eine Pause machen hier, aber 10 Kilometer will ich noch machen. Wir haben jetzt runter 31. Hier rechtzeitig, das schöne Waldgebiet, ist übrigens der Klötzer Forst. Und da ist auch ein Wolfsrevier ansässig. Cool. Das ist ein riesen Waldgebiet. Kann ich auch noch mal die Karte einblenden. Jetzt geht es, wie gesagt, hier Richtung Quarnebeck. Und dann rechts nach Klötze hoch. Und das ist schon der dritte, der hier mit dem Trecker durch die Gegend fährt. Ich weiß nicht, ob die auch ein Treffen hier haben. Schon der dritte, wie gesagt. Quarnebeck, feinstes Holperstein. Das Haus sieht ja cool aus hier. Ja, wir sind schon bei 34 Kilometern. Erste Pipi-Pause, nächster Ort ist Viere. Bin jetzt hier im Waldgebiet, kurz vor Klötze. Ja, richtig schöner Wald schon hier, viel Laubbaumbestand, viele Eichen. Richtig schön, schöner, kühler Schatten hier. Das ist ein schönes Fahren gerade. Bauern sind zugange hier kurz vor Klötze. Ja, da kommt der Ort. Und sie rasen schon wieder hier. Auf jeden Fall gehen wir erstmal einkaufen. Ja, bei Aldi. Wir haben Aldi rausgesucht. Dann laden wir ein bisschen nach. Und so sieht es aus in Klötze. Es kommt jetzt erstmal ein Kreisverkehr. Coole alte Häuser hier. Sieht ja richtig gut aus hier. Guckt euch das mal an hier. Ja, dann fahren wir hier rauf. Zack, zack, zack. Und dann geradeaus weiter jetzt hier. Genau. So, hier ist Aldi. Müssen wir uns bloß gut zur Sonne ausrichten hier. Zack, warte mal. Wir stellen uns ein bisschen mal so schief hin. Egal, der Parkplatz ist leer. Den guten Salat nehmen wir auch noch mit. Tipptopp. Ich überlege gerade Haribo Konfekt oder Lachgummi Joghurt. Oder beides. Hört sich komisch an der LKW. Ja, ich habe ja nicht schön zugeschlagen. Wahnsinn. Guck mal, steht ideal ausgerichtet hier. Cool, mal gucken, wie viel reinkommen hier. 2 Ampere, ja, 110 Watt. Gut. Hinten kommen sogar 4 Ampere rein. Das sind über 200 Watt. Hier gibt es jetzt erstmal lecker Vanilleeis, schön im Schatten von meinem Solardach. Was gleichzeitig Energie nachlädt, ist einfach ein Träumchen, Leute. Guten. Es geht weiter, bin jetzt hinter Klötze und hier ist glatten Radweg. Richtig tippitoppi.
fahre gerade aus Bandau raus. Ja, der Radweg geht weiter. Braucht's auf. Oh, guck mal hier, cooles Teil. Ja, hier geht's weiter Richtung Jeben. Das ist die Fluchtroute, geht nach Westen hier. Deswegen rasen die so. Ja. 35 Grad im Schatten, ich weiß nicht, ob ihr es seht. Ja, und ich bin in Jeben. Und so fühlt es sich auch an. Echt cool heiß. Schaut mal, hier ein riesen Greifvogel, der ist recht groß. Oh, jetzt stürzt er gleich ab zu seiner Beute, weil er sucht was. Ich fahre jetzt in Beetzendorf rein. Ja, hier ist irgendwie ein Freibad, Stülpebad und hier sind auch ein paar Camper. Das ist ja cool. Hier geht es jetzt in den Ort rein. Grüß dich. Du bist jetzt durchgefallen. Ja, die standen mit ihren Camper voll in der Sonne und da hält es heute nicht lange aus. Da kostet voll mal so ein Camper. Drehst du durch. Das ist hier schon mal los. Macht eine Revolution, Alter. Hier der alte Bahnhof. Hat einer gekauft. Sieht cool aus. Ja, hier geht es jetzt weiter. So sieht hier übrigens die Innenstadt aus. Ja, hier kommt jetzt gleich die Volksbank. Jetzt hier einmal um die Kurve. Die S-Kurve sogar. Herrlich. Verfehlt. Rittergut sowieso. Oh, sieht richtig cool aus. Hier ein altes Industriegebäude. Das sieht ja gut aus. Rechnet man gar nicht hier in so einem Ort. Hier noch eine Kirche. Ganz toll. Ja, hier der nächste Ort oder Haus. Interessant, wer da wohnt, ja, mitten in der Walachei hier. Guckt mal an, nur Acker ringsrum. Muss mal irgendwie eine Mühle gewesen sein, seht ihr da? Das baut sich immer wieder auf. Sieht aber ziemlich baumäßig aus hier. Wahnsinn. Da guck mal, total zugewachsen hier mit Wein. Ja, irgendwer ist da noch. Macht da irgendwas. Rasen ist gemäht. In Hinterkecklitz, hier machen wir erstmal Päuschen auf der Wiese. Oh, erstmal Busch machen, Leute. Oh, das ist eine Hitze. Wahnsinn. Guter Bolide. Steht in der Sonne, lädt schön. Ungefähr mit 4 Ampere vorne und hinten Solar zusammen. Also so 4x5, 200, gute 200, 210 Watt. Boah, Pause. So, Leute, einpacken. 2 Stunden Pause gemacht, ist 3:30 mittlerweile. So Leute, weiter geht's. 30 Kilometer machen wir noch. Die Rettung. Ich bin auf dem Friedhof hier. Und hier vorne sieht auch schon so aus wie ein Wasserhahn. Ja. Ich mache hier auf, oder Wasserhahn quietscht. So, weiter geht's, die Friedhofstraße runter hier. Guck mal, da steht noch ein Multicar in den DDR-Zeiten. Cool. Hat auch tolle Teile. Kleiner Bach, da badet auch wer. Hätte ich auch mal rinspringen können. Bei der Hitze, das ist Wahnsinn. Naja, hier geht's jetzt weiter, da kommt der nächste Ort. Das ist der Ort Siedenlangenbeck. Sieht's ja aus. Hinter mir ist noch die B248. Hier haben wir gerade quer, da seht ihr ein paar Autos. Geht nach Salzwedel rüber. Ja, und wir fahren jetzt hier weiter. Die Richtung. Richtung, kann ich euch nochmal die Karte einblenden? Bleckede oder sowas. Guck mal, der cool aus hier mit LED, dem Bauernhof hier. Riesen Teil wieder. Ja, hier geht's mal wie üblich weiter. Und hier ist der feine Bengel. Bernds am Schwitzen. 32 Grad haben wir. Ja, und wir haben schon wieder 10 Kilometer geschafft seit der Pause. Und hier ist ein Kartoffelacker. Zum Teil abgeerntet. Ja, und hier mit Ecke. Immer noch am Schwitzen. Ich fahre jetzt aus dem Ort Walstawe raus. Hört sich irgendwie ungarisch an. Es geht Richtung Langenapel. Und ja, guckt mal. Da sieht ja irgendwie dunkel aus. Kommt da etwa Regen? Na nun. War ja auch nicht angesagt. Schon 80 Kilometer runter und jetzt biegen wir ab nach Langenapel. Hier rechts rum. Und da kamen echt Wolken. Das erklärt doch meine Kopfschmerzen. Jo, schön Pferdchen. Hier ist schon Langenapel, war nicht weit. Sieht's ja aus. Sieht nach Baustelle aus. Geht nach Kleingramstedt. Ja, mal gucken, mal mit dem Mann fahren, ob man langkommt. Achso, hier ist er schon vorbei. Ja. Eine hätte dann alles offen sein können schon. Ja, darum.
Ja, habt ihr gehört, hier sind Baustelle schon zum Ende. Das stand bloß, sie sperrt alles, aber im letzten Meter kommt noch Holperstein. Ja, und ich habe schon knapp 90 Kilometer runter. Gucken wir, machen wir noch, reicht's für heute. Der tut nämlich schon, der Poppel ist weh. Ja, auch Liegeradfahren muss man trainieren. Bei Hestedt sind wir jetzt, jetzt drehen wir hier um. Ja, hier, ein Haus sucht, hier ist noch eins. Und irgendwie kommt mir das bekannt vor, bin ich hier schon mal lang gekommen, die Strecke. Jetzt fahren wir noch ein Stück hier an der Bundesstraße, B71. Ja, wir haben hier einen schönen Radlweg. Einmal frei, noch 3 Kilometer und dann suchen wir uns eine Stelle. Jetzt überqueren wir wieder die Grenze. Wir verlassen die DDR. Und ich sage nur eins. So, jetzt sind wir drauf. Willkommen in der Deutschland GmbH. Guck mal, hier sieht es ja aus. Ein cooles Haus. Hier geht's weiter. Ja, hier irgendwie, ich sag mal hier, da hängt die DDR-Fahne. Was ist da los? Ich sag doch, das hier ist eine Diktatur. DDR-Diktatur. Ewig schon überlebt noch. Wahrscheinlich da drüben. Da pfeifen noch die Jugendlichen da hinten. Ja, und so sieht es ja aus. Hier steht auch einiges leer. Sagt mal, guck mal hier auch. Ah ja, aber das ist cool hier. Hallo. Prüftest bestanden. Lustig, gerade im Westen angekommen. Da kennt mich jemand. Ich habe noch ein halbes Jahrzehnt deinen Kanal, da fährst du mir vorbei. So, tatsächlich noch zwei Leute getroffen hier. So, jetzt ist schon 19 Uhr. Jetzt suchen wir uns an einer Stelle hier irgendwo im Wald. Bin in Gistenbeck. Sieht ja auch cool aus hier. Ein paar Fachwerkhäuser. Jetzt kommt hier so ein großer Stall. Ja, wir machen noch ein paar Meter. So, ich biege jetzt noch die L261 ein und dann gleich wieder ab auf den Feldweg. Nee, Schleichweg. Rüber nach, wie heißt das? Groß-Sachau, 1 Kilometer. Ja, und wie viel machen wir noch? 4 machen wir noch. Da haben wir uns irgendwo hin. Ist gerade ein schönes Fahren, nicht mehr so hitzig. Ja, die Sonne ist weg. Kommt allerdings noch nichts mehr über Solar rein, sind bloß noch 649 Volt haben wir noch. Und hier geht es jetzt weiter. Bin in Bussau und hier, oh, sieht aus wie eine Gaststätte oder sowas. Ist aber zu, wie es aussieht, ja. Ein schönes Gebäude. Jetzt fahren wir hier rechts und dann hauen wir uns aber gleich irgendwo hier hin. Wartet mal, hier lang, wa? Ja. Da hinten wollte ich mich jetzt hinhauen, da war eine gute Stelle. Ach, das ist der Bauer noch zu, ja. Machen wir noch ein paar Meter. Scheiße, ich habe mich verfahren auf dem Grundstück. Ich dachte, das wäre hier ein Park. Nee, drehen wir wieder um. Ich suche schon verzweifelt die Stelle. Nicht so einfach. Warum auch jetzt hier, wie es auch nicht wieder heißt. Guck mal, wo ich jetzt gelandet bin. Sieht ja noch total Verfall aus. Und hier geht es so weiter. Ja, ich weiß auch nicht, wo ich bin. Aber ich finde irgendwie keine Stelle. Ja. Wir machen jetzt noch hier weiter. Irgendwo muss ich ja irgendwann werde ich was finden. Hoffe ich. Was für ein Akt hier eine Stelle zu finden. Irgendwie überall Zäune. Naja, hier bleiben wir jetzt eben bald. Mach mich das mal frisch. Bin echt fix und fertig. Die Migräne ist jetzt auch echt heftig geworden. Hab schon 2 Ibuprofen genommen. Ja, das hat sich total bewirkt, seht ihr ja. Und ja, ich bin froh, dass ich doch noch eine ganz gute Stelle gefunden habe, hier am Waldrand. Ist ganz schön. Ja, habe schon ein bisschen eingerichtet, Stützen runter und so weiter. Mal gucken, ob es noch regnet. Hier gibt es erstmal einen schönen Salat. Und ich genieße gerade ein bisschen die schöne Gegend hier. Und versuche ein bisschen abzuspannen. Das war echt heftig heute bei der Hitze. Jetzt kommt das Beste am Tag. Käffchen, Leute. Und wisst ihr, was das Zweitbeste ist? Wenn Kopfschmerztabletten wirken. Diese Dolotriptan. Und ich habe jetzt da so eine Billigversion von gefunden. Die Almotriptan. Die kosten bloß die Hälfte. Und die wirken. Die wirken gut. Die wirken zwar ein bisschen später, die Almotriptan. Dolotriptan sind von der Schnelligkeit ein bisschen besser. Aber ja, jetzt haben sie gewirkt. Kopfschmerzen weg. Das ist schon mal richtig gut. Jetzt ist er gut. Ihr habt eine gute Laune. Bäuserchen. Jetzt bin ich heute Morgen hier bei Durst. Ja, dann ging es hier hoch an diesen See bei Wernitz. Genau, da ist er. Dann ging es rüber über Quarnebeck nach Klötze. Und Klötze bin ich dann hier lang gefahren. Hier lang, so Schleichwege hier lang. Hier, Walstave sagt mir noch was.
Dann habe ich mich irgendwie hier durchgekämpft vorhin, wo ich keinen Platz gefunden habe, irgendwie hier durch, ich weiß es auch nicht mehr genau. Und jetzt bin ich jedenfalls hier gelandet. Zack, nach Zebelin im Wald, da stehe ich. Draußen ist jetzt ein leichter Wind aufgekommen, ich weiß nicht, ob ihr es hört. Ja, und hier gehen wir nochmal die Daten durch. Ich habe gerade schon mal ein bisschen geratscht. Ja, das ist mittlerweile 22,46. Und Gesamtfahrtstrecke sind wir schon bei fast 150 Kilometer, 149,5. Durchschnittsgeschwindigkeit 19 Kilometer die Stunde, nicht schlecht. Und Teilstrecke waren heute fast 110 Kilometer, 109,7. Wahnsinn. Okay, meine Lieben, das soll es jetzt mit dem ersten Teil gewesen sein, mit der Fahrt zum Treffen hier, 11 Kilometer 527. Ja, und ich würde sagen, macht euch einen schönen Tag, fahrt selber raus. Wir sehen uns in Teil 2. Ciao, euer Enduro-René. Farmer Bengel.